So, da sind wir wieder. So, wir haben ja jetzt alle Sachen. Und ich habe gerade noch mal ein bisschen geschaut und probiert und so weiter und so fort. Genau. Hier müssen wir den ganzen Kladderadatsch jetzt reinschmeißen. Ja, weit habe ich aber nicht probiert. Also ich habe nur gesehen, dass wir es hier reinschmeißen müssen. Ich habe jetzt aber noch nicht geguckt, was wir wie und warum und sowieso. Ich meine, das wäre hier mit den Farben. So, rot ist zum Beispiel da, ja, die Batterie gewesen. Und ich meine, wir mussten das jetzt, upsie, nach den Farben da reinschmeißen. Wenn wir jetzt rot, dann müssen wir wahrscheinlich einen roten Sattel. Genau. Okay. Gut, dann stimmt das schon mal soweit. Orange, so, das war. Der Zement, genau. Und ich denke mal, dass wir dafür den Handschuh mit reinschmeißen müssen. Ja, der hat sich ja sehr schön verwandelt. So, und das nächste, Yellow, Salpeter. Genau, hier war Salpeter drin. Und dann wahrscheinlich hier diese Schale. Ja, sieht doch schon mal ganz gut aus. Borax war hier drin, meine ich. Ich glaube, ja, das war Borax. Was war es jetzt? Yellowish Green. Ich würde mal sagen, das hier. Weil die sind ja komplett grün und das schimmert ja so ein bisschen gelblich auch. Wir probieren das mal. Okay. Ja, es wird ja hier schon mal was. So grün, was ist das Rattengift? Hier. Und dann die Stiefel, genau. Blau, das Fungizid, das war das. Und dann nehmen wir den hier. Ich finde das irgendwie wirklich sehr interessant, was wir hier mal so veranstalten müssen, aber naja, okay. Ach, wir haben das Strontium noch gar nicht, ne? Oder wie ist das? Oh. So, weiß ist das Aluminium und die Maus. Ja, wir haben das Strontium gar nicht. Haha. Jetzt sag nicht, wir müssen gleich wieder alles. Bitte nicht. Ach so, jetzt kommen die alle nacheinander. Oh, das dauert hier mir zu lange hier. Okay, ich kann es jetzt auch nicht abbrechen. Ach, jetzt muss er mir das haarklein hier nochmal präsentieren alles. Wir haben ja Zeit. Ja, ich habe nämlich noch rausgefunden können, tun, wie auch immer, wo dieses Strontium ist, was wir die ganze Zeit gesucht haben. Ja, und ich stand da quasi direkt vor. Hier. Ja, es ist so typisch wieder. Ich stand quasi wirklich direkt davor
Oder daneben quasi. Wo ist das denn jetzt hier gewesen? Genau, hier. Hier haben wir bisher noch nichts machen müssen. So, ich habe überall hier reingeguckt, nur nicht hier drin, in dem Dingsschrank. So. Hier sind nämlich Strontium. Ja, Strontium-Tabletten. Wenn wir hier nochmal schauen. Da. Von Harvey Herbals for Healthy Bones. Ja. Sowas Dummes. Ich meine, ich habe mich ja hier umgeguckt, ne? Aber auf die Idee bin ich nicht gekommen, dass wir auch mal in diesen Schrank schauen können. Aber gut. So. Also wie gesagt, ich habe nur diese Tabletten gesucht und bin dann auf dieses Fass hier gestoßen. Aber weiter habe ich noch nicht geschaut. Ja, jetzt lädt er erstmal wieder die ganzen Gegenstände hier. Ja, da bin ich mal gleich gespannt, wenn dieses Kapitel endet, was wir dann hier erleben oder wie das Neue anfängt oder was auch immer. Können wir gleich mal schauen. Es kann sich hier nur noch um Stunden handeln mit den Gegenständen. So, wenn der Sattel sich jetzt auch bemüht. Gut, dann haben wir jetzt noch Purple. Ja, da bleibt ja noch der Ring, den wir jetzt schön verbrennen mit den Tabletten. Juhu. Okay, und das dürfte hier der Feuerorb sein, denke ich mal. Würde ja passen. Okay, so. Gut, also neue Nachrichten haben wir, wie es aussieht, nicht. Nö, sonst wird er ja blinken. Okay. Was haben wir denn jetzt hier drin stehen? Find the next part of the Mavi. Ja, okay. Das war ja klar. Was hat er jetzt schon wieder? Check the answering machine. Okay. Dann gucken. Okay. Wir kriegen Besuch. Ach so. Oh, das war dann hier wohl die Post. Mr. M. Sullivan. So. Ich finde das sehr interessant, dass sie hier auch die ganze Post von den Leuten, von ihren Freunden da aufmacht. Einfach so. Einfach so. Das gibt's echt nicht. Arbuth Electronics. Dear Mr. Sullivan, we note from our records that you have purchased from us both a Perseverox Audio Player and a Tuno. Boah, haben die Namen, ey. Tunovox Tone Analyzer. We thought you might like to know that the latest firmware upgrade to your Perseverox now extends the capacity
of these two great products by linking them together using the ReadyVox wireless networking system. To take advantage of this new facility, all you need to do is place your PERSEVOX on its synchronization cradle, ensuring the cradle is connected to an internet-enabled computer. Your PERSEVOX will then download and install the firmware upgrade automatically. In fact, your PERSEVOX may already have been upgraded the last time you recharged its battery. To use this great new feature, all you have to do while analyzing sounds is to press the tone button on your TunerVox to distill the sound to its purest tone. If your PERSEVOX is in range, the two devices will connect and the PERSEVOX will record the tone audio tone automatically. Please do not hesitate to contact me if I can help further, blah 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 bloop. Okay. PS, still watching TV on an odd-moded screen when blah blah blah. Sehevox, ja genau. Oh, für Rhiannon ist auch was angekommen. Hi Rhiannon, I've managed to find a copy of a paper that was written some years ago by an historian who lectured at your local college. I thought I'd send it by post as I've not heard from you, so you may be having problems with your email. Hope you're okay. I'd be grateful if you could let me know that you have received it when you get a chance. Best regards, John. Ah, das ist hier bei von Dr. Rodri. The so-called four branches form a central part of the Mabinogion. This is a collection of Welsh myths and legends, of which several translations exist. A key character in the branches is Pryderi, English despair, son of the nobleman Peril and his mysterious wife Rhiannon. While other characters are also significant, in the stories Pryderi's symbolic importance is undeniable, as the branches each relate to a phase of his life. This use of four branches is unlikely to be purely arbitrary. The chronological and geographical settings lend credence to this. West Wales at the dawn of Christianity was still steeped in superstition and belief in magic. The number of four was often used because of its relation to the magical elements of fire, earth, air and water. The branches of the Mabinogion show a relationship to these elements while depicting Pryderi's life as illustrated below. First, Mabinogi of Peril, birth and childhood. Earth. Two, Mabinogion of Branren, growth Pryderi as a young warrior. Water. Three, Mabinogi of Manavidian, challenge, Pryderi and his nemesis, the vengeful Levit the Enchanter, fire. Four, Mabinogi of Marv, maturity and death, air. It is beyond the scope of this paper to reiterate the four branches here. Suffice to say that the objects in earth of the branches map symbolically to the meaning of that phase of Pryderi's life and development. Each of these objects, while symbolizing Pryderi's life, also act as protectors. Thus, they serve to ensure Pryderi will survive and grow. Okay, mal wieder sehr viel lesen. The sword with which Turnen cut off the claw of the beast that tried to steal the young foal just after it had been born, thus also freeing the baby Pryderi. The severed claw, symbol of how Pryderi survived a magical assault even as a baby. The foal, which was rescued the same night as Pryderi was found, then grew up with Pryderi and later became his steed. The cradle, or perhaps a basket to counter Christian equivalents such as Moses, in which the rescued baby lay.
The crown of Pradiri's natural father Peril, a local nobleman or king, which Pradiri would one day inherit. Although Pradiri is only mentioned briefly in the story as a warrior, he symbolizes every man at the at that stage of early adulthood. The silver rods and gold plate with which Menevidian tried to ameliorate the insult to the King of Ireland. The bread baked by Branwen during her imprisonment in Ireland, symbol of growth and sustenance, while also of the humiliation that caused Pradiri to join the war to free her. The starling by which Branwen sent news of her maltreatment, symbolizing communication and truth. The magic clock in which Caswellan hid to conquer Bendigeidfran's kingdom, symbol of deceit. The skull of Bendigeidfran, which Pradiri promised to bury, symbolizing duty to one's king. The cauldron of rebirth, broken to prevent the King of Ireland from bringing his vanquished soldiers back to life. Symbol of opportunity gained, lost, regained, and lost again, as such as a representation of life itself. At this stage, Pradiri reaches maturity and power, but his battle with the wizard Levit begins to earnest. The craft of Pradiri symbolizes by the shield, boots, and saddle. His manufacture of these gave him a living when Levit deployed the enchanted fog to banish him from Arbroath. Rhiannon's wedding ring, symbol of Pradiri's allegiance with Menevidian, to whom he offered his mother's hand in marriage. The fountain and the golden bowl, together forming the trap in which Levit captures Pradiri and Rhiannon. The mouse, the disguise taken by Levit's wife to steal Menevidian's crops. The glove in which Menevidian captured Levit's wife to bargain for the release of Pradiri and Rhiannon. This story relates to the death of Pradiri. It is to be noted that at this point Levit is no longer bound by his promise to take no revenge on Pradiri while he was alive. The pig, symbol of the greed that motivated Marv to start the war with Pradiri to gain control of his new type of meat. Marv's helmed. For this, along with magic, enabled Marv to defeat Pradiri. Pradiri's death shroud, symbolic opposite of the brocade silk of his birth. Levit's magic wand, the device by which Levit might reassert his power over Pradiri in his afterlife. Okay, hier haben wir schon mal die neuen Sachen, die wir brauchen. Das gilt wahrscheinlich als das neue Mabinogion, denke ich mal. Oder als der neue Teil, den wir brauchen. Jo, okay. Answering Machine. Tuna Vox. Tuna Fish. Hahaha. Okay, MP3 Player und. Okay, und die Sachen finden. Ja, da haben wir jetzt erstmal wieder was zu tun. Gehen wir hier mal schauen. Okay. Den dürften wir jetzt mitgenommen haben. Was haben wir denn jetzt überhaupt alles? Also wir haben jetzt diese drei: Erde, Wasser und Feuer. Und jetzt brauchen wir nur noch Luft und dann sind wir schon fast wieder bereit. Damit können wir nichts machen. Ich denke mal, dass es dann zum Ende hingeht. Ja, da stand nämlich hier Death Shroud. Das habe ich mir noch gut gemerkt, oder? So, dann haben wir nämlich jetzt hier Dülüp. Okay, das dürfte dann hier der Death Shroud sein. Helm, da gibt es ja noch den Bauhelm. Ach, wo wir jetzt ein. Jetzt habe ich mich gerade erschrocken. Ich habe nicht dran gedacht, dass wir den auch anschauen müssen. Hallo, Mrs. Sullivan, Edward Jones hier, Minister at the Chapel.
always use an extra pair of hands at the chapel's Christmas fair.